Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich war ja am Wochenende gemeinsam mit der lieben Kelly Mrs. Vlog auf den Pro7 Winter Games als Kandidat eingeladen. Also wir haben absolut komplett rasiert. Neben mir sitzt Mo. Mo macht den ganzen Tag nichts anderes als Fernsehen gucken. Deshalb habe ich den hier tatsächlich eingeladen. Ich glaube, du bist der Einzige, der noch Fernsehen guckt, oder? Hier in meinem Dunstkreis. Mo, schön, dass du hier bist. Mo hat das ganze Event live verfolgt und kann jetzt sicherlich ein paar Sachen dazu sagen. Ich bin tatsächlich ja vor Ort gewesen, meine Freunde. Habe auch gar nicht abgeklärt, ob ich das Video überhaupt hochladen darf. Ich hoffe mal, es wird nicht von meinem eigenen Netzwerk gestrikt. Grüße gehen raus an euch, Jungs. Bitte lasst es doch einfach, weil ich war ja auch in der Show dabei und das legitimiert mich ja auch irgendwie, oder? Ich meine, alles was Copyright-Musik ist, haben wir auch rausgeschnitten. Das Leute, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was wir jetzt hier so verbrochen haben. Ich habe selber, wie gesagt, gar keine Ahnung, wie sie in der Show überhaupt aussehen. Habe selber noch keine Clips gesehen. Und auch nochmal hier, Grüße gehen raus an Matze Knob, der mich mit V geschrieben hat. Danke dafür. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir da so verbrochen haben. Gut, das sind dann wir gewesen. Warum ich da meine Brille angehabt habe, weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich könnte damit besser sehen und besser fahren. Sieht einfach nur scheiße aus. Das ist so witzig, wenn du so fett wärst. Stell dir mal vor, ich wäre wirklich so eine Brocken gewesen einfach. Gut, weg. Hier haben wir nochmal die Onboard-Kamera von Revi, einem YouTuber, der über 2 Millionen Follower hat. Ja, über 2 Millionen Follower habe ich. Und du? Ja. Ja, machen wir weiter. Mrs. Vlog hier im Team mit dabei. Da hinten gab es Probleme für Cassie, Mrs. Vlog, die ist so ein bisschen... Cassie Mrs. Vlog, oder? Man kennt Cassie Mrs. Vlog, glaube ich, eine der größten Influencer hier in Deutschland. Cassie Mrs. Vlog. Leute, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, klar, die Namen von uns sind nicht unbedingt die einfachsten. Natürlich ist es da schwierig, hinterherzukommen, die mal richtig auszusprechen. Weil Revin's halt... Revi und Kelly kann man sich ja merken, oder? Hör jetzt bitte auf zu... Ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin, okay? Sind abgedrängt worden. Cassie. Cassie! Mrs. Vlog, ich wünsche dir viel Glück und geh mal ganz kurz zu unserem YouTuber zu Revi und... Danke, Thomas, das hast du sehr gut gerendert, muss man einfach mal sagen. ...bei wäre, oder? Aber wie heißt nicht umsonst Team Dix? Team Dix wächst ja jeden von der Strecke, das läuft. Das war ein echt cooler Spruch und da muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, vielleicht hätte ich auf dem Bild nicht so dumm gucken sollen, weil ganz ehrlich, Alter, ich sehe wirklich aus im Fernsehen wie der letzte Affe. Man sieht wirklich einfach, dass ich da gar nicht hingehöre, oder? Ja. Man sieht wirklich einfach, dass ich nicht ins Fernsehen gehöre. Und unter deinem Namen, da fehlt halt noch ein X und noch ein E und ein R. Victor.com? Hör auf. Wix ja jeden von der Strecke, das läuft. Okay, also, Kap... Da hat er mal gelacht, hast du gehört? Da habe ich ihn schon zum Lachen gebracht. Ich glaube, er dachte sich so, was ein unlustiger Mensch. Aber ist er ja eigentlich auch selber. Hör jetzt auf, hier die Ansagen zu machen, ganz ehrlich. Ansage hier von unserem YouTuber. Das Verfolgungsrennen zwischen Aurelio und Revi, der sein Fanclub... Kennst du den Aurelio? Nein, also ich kannte den vorher nicht, wirklich nicht. Also ich kenne ihn. Woher? Dschungelcamp, Bachelor. Ja, das hat er mir später auch alles erzählt. Das Problem ist, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich kannte von Leuten, die dabei waren, kannte ich tatsächlich Paul Janke, Joey Kelly, Blümchen und Stefan Ross. Und die anderen kannte ich nicht. Kannte alle. Echt jetzt? Ja. Ja gut, du guckst aber noch echt viel Fernsehen. Ich halt sehr, sehr selten tatsächlich. Jetzt kommt das geilste Rennen, meine Freunde. Da habe ich mich auf jeden Fall komplett blamiert. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Da habe ich richtig gekämpft, Digga. Da habe ich richtig krank gekämpft, Junge. Da bin ich richtig oft... Ich will es nicht spoilern. Schaut mal selber rein, Leute. ...stark anfeuern. Und ob das hilft oder nicht, das wissen wir in wenigen Sekunden. Die Bahn ist frei. Ja, und Revi, da sei nochmal zur Einordnung gesagt. Zurzeit mit Kelly Mrs. Vlog auf dem vorletzten Platz. Die haben... Aua, das tat weh. Bislang nur 3 Punkte, das heißt eigentlich auch von der Ausrichtung her, hier die Kurve muss es aggressiv angehen. Und der kommt da hinten nicht gut um die Kurve. Aurelio, der hat ein paar Meter schon gut machen können. Aber guck mal hier, wie ich die Kurve da genommen habe, Alter. Wahnsinn, Alter. Unglaublich. Unglaublich, hast du gesehen, wie... Junge, wie geil ich die Kurve genommen habe, das war richtig krass. Revi hat's, glaube ich, oh, da überdreht er. Das bist so typisch du, Alter. Da war einfach ein Loch, Junge. Da war ein Loch und ich bin reingefahren. Da lag ich am Boden, Alter. Was soll ich machen, Junge? Aber guck mal jetzt. Achtung, pass auf. Du musst jetzt denken, der holt mich jetzt ein, ne? Pass auf, was ich jetzt mache. Da dreht er, da fällt er hin. Und jetzt kann Aurelio alles klar machen. Aurelio kämpft wie ein Löwe und versucht sich jetzt auf und davon zu machen. Da kommst du halt an den Rand heran und hast, glaube ich, einfach die Sorge. Guck mal, jetzt sind wir fast schon wieder gleich auf. Hast du das gesehen, was für ein Tier ich bin, Alter? Schon. Absolut. Dass es dich da hinhauen könnte. Nicht einmal hin und du die ganze Zeit haben. An den Ecken war einfach Matsch, da war einfach Matsch, da rutschst du weg, Junge. Aber ich habe die Kurven so schön eng genommen, Junge. Also ich bin der... Ich bin da auch ganz kurz, mach mein Herz stehen. Ja. Da macht er aber... Und jetzt ist Aurelio da und jetzt hat er ihn eingeholt. Julie Kilker, sie jubelt. Da liege ich schon wieder am Boden. Ja, Leute,
absolut geile Nummer von mir. Arschgeil, da habe ich mich auf jeden Fall echt mehrfach gelatzt. Muss ganz ehrlich auch da analytisch sagen, ich war wirklich nah dran, ja. Ich war echt nah dran, dachte mir eigentlich, ich hätte das Ding secured. Ich hätte das echt holen können. Also ich hatte auch selber zu mir gesagt, ich habe einfach echt Pech gehabt und bin da in die Dinger reingefahren. Es gab ja auch Antonia, die da, glaube ich, mit ihrem Reifen irgendwo hängen geblieben ist. Die konnte nicht weiterfahren, weil da zu viel Schnee war. Ja, ich bin nicht schlecht. Das will ich hiermit einfach nur sagen. Ich bin ein super Typ. Und sie wird als nächstes... Ja, da habe ich dann nochmal das Motorrad geschlagen. Und Revi hat einfach einen schönen dicken Hals. Man hat halt auch gemerkt, der wollte unbedingt... Sieht so geil aus. Aber da war wirklich, du musst dir vorstellen, da war ein Loch und da lag... Du kannst einfach nicht lenken. Junge, du hast nicht mal einen Führerschein, was willst du eigentlich hier? Du hast wirklich gefightet wie ein Löwe. Ich bin dreimal hintereinander das gleiche Schneeloch gefahren, so eine Scheiße, Mann, wirklich. Die Strecke ist komplett durch, alles komplett Matsch und wenn du halt dreimal... Pech hast, läuft nicht. Und jetzt? Ich, der gibt mir so die Hand. Und ich guck mal da, ich bin im Hintergrund so voll sauer, den das möglicherweise Ding am Treten, Alter, Wahnsinn. Ich hab versucht, aus der Fahrt von Revi zu lernen und mal gucken, wie es jetzt läuft. Ganz kurzer Spoiler, es ist absolut genial gelaufen. Dass er tief ist. Mhm. Man sieht das hier, Leute. Also durch dieses Loch ist Revi auch immer wieder reingehauen. Da ist Kelly jetzt einfach in die Wand reingefahren. Da fragt man sich natürlich, Kelly, warum hast du das gemacht? An der Stelle Grüße gehen raus. Starke Nummer auf jeden Fall. Kelly denn einen Führerschein? Kelly hat auch keinen Führerschein. Jana Julie Kilker ist jetzt vorne. Wo fährt sie denn hin? Wo fährt denn die Kelly hin? So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das Doppelrennen. Die Geschwindigkeit aufzubauen. Und jetzt da sind wir richtig weggerutscht. Aber, pass auf, aber jetzt, Leute. Jetzt. Hä? Seid ihr fast in die alte Spur gefahren? Wir sind dagegen gefahren, Alter. Oh! Oh, da krachen die da unten in die Bande rein. Es ist nichts passiert. Sie heben die Mühle schnell nochmal auf. Ja, da war es dann vorbei. Ich bin da einfach, warte, wir können es mal ganz kurz in der Slow-Mo angucken, wie ich da reingerast bin. Jetzt haben wir nochmal die Einstellung. Vielleicht haben wir die hier. Situation da hinten. Da, ihr seht, wir jumpen hier halt genau in diesem kleinen Hubbel wieder weg und jetzt voll. Jetzt geht's da rein in diesen Blasebalg. Ich hab mich komplett blamiert, Alter. Komplett, Junge. Man soll mir den Führerschein wegnehmen und die Hände abschneiden, damit ich nie wieder ein motorisiertes Fahrzeug in meine Hände bekomme, ehrlich. Und dann haut sie hin. Aber, zum guck, Glück wir kämpfen, gehen wieder auf und machen natürlich da direkt weiter, ne? Aber kein Problem. Da, siehst du's? Guck mal da, Alter. Siehst du das? Guck mal hier, der bounce jetzt hier. Den Helm aufgehabt, ganz Achtung. Gut zu sehen, mit dem Kopf aufgeschlagen, aber kein Problem. Hup. Und dann, dafür ist der Helm. Kannst du nichts machen, Alter. Genau halt in die Spur reingefahren. Schade drum, wirklich. Aber auch ein geiler Crash gewesen, oder? Echt stabil, echt stabil. So, schauen wir mal. Bei YouTube mehr Klicks bekommen, ne? Das ist schon, ihr wolltet das Rennen schon gewinnen. Natürlich, aber komplett reingewichst, in dem Sinne. Die Wichs. Hast du gesehen, was die hinter deinem Kopf macht? Was? Mach nochmal ein bisschen zurück. Moment. Rennen schon gewinnen. So, Catherine, das gibt eine Ansage auf Instagram. Das gibt eine Ansage auf Instagram, Fräulein. Es muss ja ein bisschen was an Action geben und für die Crash war ich heute auf jeden Fall verantwortlich, also von daher. Und außerdem habe ich mir gedacht, je mehr du hinfällst, umso mehr kommst du ins Fernsehen. Ich habe mir sogar gehofft, dass ich mir was breche, ja, damit ich... Damit jeder über dich spricht. Genau. Jetzt sitze ich wieder mal im Keller und schaue mal Videos an. Es hat sich nichts geändert. Schade drum. Gut, was haben wir hier? Ja, jetzt komme ich nämlich zu meiner Peak-Performance. Hier, David, Grüße gehen raus an dich. Mit ihm zu Hause sind wir losgeflogen. Gestartet. So, jetzt hier. Jetzt geht's hier richtig ab. Oh. Und Revi kämpft. Revi ist offensiv. David Odonko ist nach vorne und Revi geht einfach ran. Zack, erster Platz. Das ist wieder die Kurve, an den sich auch schon geschmissen hat. Er kommt aber rum. Guck mal, die Kurve perfekt genommen. So, perfekt, perfekt. Perfekt, ja, perfekt. So, runter. So, warum fährt sie nicht los? Ja. Ja, genau. Und Gas geben. Und das Rennen dann fortsetzen. Das so, da hätte sie jetzt einfach ihn schneiden müssen. Hätte sie einfach reinfahren müssen. Ja, ist ja egal, Alter. Das ist Action. Es geht um Sport. Dann hätte diejenige sich dann halt das komplette Mofa. Unser Mofa war an der Seite auch komplett kaputt. Da muss man mal treten, muss man da. Wir sind dann Dritter geworden. Ich bin dann nochmal hingefallen. Immerhin. Ne? Dritter von. Ja. Von vier. Hier. Geht's einmal ganz kurz hier gegen David Odonko den Berg runter. In der. Du musst jetzt. Thomas. Gefallen, sondern sie war auch nicht so wirklich erfolgreich. Du musst jetzt einiges rausholen. Ja, definitiv. Das ist auch mein Ziel. Ich werde das hier komplett holen. Auf jeden Fall. Danke dafür, Thomas. Danke für diesen tollen Effekt, wirklich. Ich glaube, das war sogar so im Fernsehen zu sehen. Okay, also der Mann ist wirklich fokussiert. Das merkt man. Ja. Ab geht sie, die Rutschpartie 2018. Und es ist das letzte Rennen der ersten Disziplin. Und David Odonko, das müssen wir nochmal sagen, der ist um 19 Uhr hier in St. Anton angekommen. 1945. So, da bin ich halt in den Rhein gefahren, ne? Gemacht und jetzt in den Rhein. Und Revi ist nicht ganz so aggressiv, wie er das eben hat vermuten lassen. Odonko führt das Ganze an. Da kam dann halt der Dreher. Das war richtig krass, da runter zu reisen. Also da hätte ich ihn nochmal holen können. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich jetzt immer... Einfach mit dem Paddel eine... Hab ich halt auch überlegt, aber kannst ja nicht irgendwie zusammenschlagen in der Eisbahn. Und jetzt versucht Odonko das mit dem Paddel irgendwie zu... Ich kann aber auch nichts machen, Alter. Mit dem Oberkörper, mit der Gewichtsverlagerung auch schaffen. Ich komme
zurück, wenn es einen Berg rollt. Und den Sieg lässt er sich nicht nehmen. Es ist er fährt krank. Einfach rückwärts nach unten rein. Dann kann jubeln, als hätte er das entscheidende Tor geschossen in der 89. Minute. Und Revi fährt auch im Rückwärtsgang. Ja, Leute, das war die ProSieben-Winter jetzt für mich. Ich würde fast schon sagen, wir haben echt sportlich abgeliefert. Ja, war sehr gut. Waren da wirklich stabil unterwegs. Man kann fast schon sagen, dass wir, glaube ich, auch einfach in den Profibereich jetzt damit reingehen können. Bin da auf jeden Fall mit unserer Leistung absolut zufrieden und kann nur hier dicke Grüße an Kelly raus haben. Wir haben das saugeil gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen Leute, die vor Ort gewesen sind. Und hier nochmal der Shoutout an ProSieben und Studio. Falls ihr das Video seht, danke fürs Nicht-Takedown. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, schaut beim Mo vorbei. Dschungelcamp grüßt. Dschungelcamp grüßt. Komm ich bald auch rein. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.